Hallo Leute, hallo YouTube und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video wird es einen neuen Handwrap-Guide geben. Wie ihr bereits anhand des Titels richtig vermutet habt, dreht sich hier alles um Phantom Knight. Doch bevor wir beginnen, abonniert den Kanal, wir sind auf dem Weg zu 300, würde mich riesig freuen, wenn wir das in diesem Jahr noch schaffen, wäre wirklich super. So, genug gequatscht, legen wir los. In diesem Video betrachten wir wieder den Weg, also den Aufbau des Boardes und die diversen Möglichkeiten, wie ihr interrupten könnt. Doch was möchte das Deck überhaupt erreichen? Hierfür müsstet ihr das Deck kennen bzw. auch die Spielweise des Decks. Wer es noch nicht kennt, checkt gerne mein Deck der Woche dazu ab, da habe ich es sehr ausführlich erklärt. Euer Gegner möchte am Ende seines Spielzuges gerne Badish Ling haben, also das Link-Monster von Phantom Knight, sowie Nummer F0 utopische Draco-Zukunft, um euch zu forcen, dass ihr Nibiru vorher schon aktiviert, beziehungsweise könnt ihr ihn halt danach nicht mehr aktivieren, weil Nummer F0 utopische Draco-Zukunft ein Monster-Negate ist. Hinzu kommt, dass euer Gegner noch im Destroyer Phoenix Enforcer enden möchte und sollte er dann noch genug Monster aufs Board bekommen haben, hat er vielleicht sogar noch die IP Masquerena, um euch dann vielleicht noch weiter zu interrupten, wie auch immer. Also ihr merkt schon, dieses Deck kann sehr viel, ist aber teilweise auch gegen sehr viele Handwraps anfällig, aber das besprechen wir gleich. Eine große Stärke ist nämlich auch die Recovery und auch die ganzen Friedhofseffekte, die man hier verwenden kann. Ebenfalls braucht euer Gegner nur zwei Monster, um ins Spiel zu kommen. Manchmal reicht es sogar für Full Combo. Doch auf welche Monster müsst ihr aufpassen? Also was sind die Keykarten des Decks? Vorhin bereits angesprochen, Badish ist eine Keykarte, Shirobini ist eine Keykarte, Thornscales, Cloak, Boots, aber auch die Fremdenführerin aus der Unterwelt, sowie die ganzen PK-Traps, die einen auch immer wieder ins Spiel zurückkommen lassen. Aufpassen müsst ihr aber auch noch auf Predator Plant sowie Artifact Dacta. Beide können euer Leben erheblich erschweren. Jetzt kommen wir erstmal zu den allgemeinen Interrupt-Möglichkeiten. Ihr könntet, wenn möglich, den Dimensionsverschieber spielen, DD-Krähe oder auch die Artifact Longinus-Lanze, denn euer Gegner ist sehr auf den Friedhof angewiesen, nehmt ihr ihn diesen, kann er nicht mehr so viel extenden. Des Weiteren wäre auch Nibiru eine Möglichkeit, das Board des Gegners zu brechen, sofern er nicht den Nummer F0 utopische Draco-Zukunft rufen kann oder vielleicht noch nicht gerufen hat. Weil wenn ihr ihn auf der Hand habt, solltet ihr ihn auf jeden Fall aktivieren, weil sonst ist es einfach nur eine tote Handkarte. Tendenziell könnte man hier auch den Drawn Lockbird spielen, würde ich euch aber nicht empfehlen, weil euer Gegner sich nicht allzu viele Karten seiner Hand hinzufügt. Da würde ich das immer davon abhängig machen, wie mein Gegner immer eröffnet. Wenn er über die Verstärkung der Armee kommt, kann es tatsächlich gut sein, wenn man den Void Lockbird auf der Hand hat, aber ansonsten sehe ich ihn hier eigentlich nicht gegen dieses Deck. Betrachten wir jetzt die einzelnen Karten des Decks und beginnen werden wir mit Thornscales. Thornscales kam in Phantom Rage raus und hat das Deck ja erheblich nach vorne gepusht, ist also eine sehr gute Karte, wenn ihr diese outen könnt, richtig gut. Die Karte hat ja einen Onboard-Effekt sowie einen Friedhofseffekt. Den Friedhofseffekt könntet ihr mit Ghostbell verhindern und Skullmeister. Er könnte sich ja specialen, wenn eine PK-Karte verbannt wird. Ghostbell verhindert das sowie der Skullmeister, weil der Effekt sich erstmal im Friedhof aktiviert. Für den Onboard-Effekt habt ihr sehr viele Möglichkeiten, diesen zu negieren. Euer Gegner möchte etwas in den Friedhof melden, also nicht nur etwas, sondern eine PK-Karte, kann also jede Karte sein. Das könntet ihr verhindern mit einer Effekt-Wähler, mit einer Impermanence, aber auch mit einer Ash Blossom, sowie Gamma und einer Ghost Mourner, falls er vom Friedhof gespecialt worden war und er vorher den Effekt noch nicht aktiviert hat. Eine der allgemeinen Handtraps, die ich hier nicht sehe, ist der Geister-Ogre, denn dieser zerstört ja nur und der Effekt würde trotzdem durchgehen. Sollte er aber vom Friedhof gekommen sein, könnte das durchaus dennoch schmerzen, weil er dann verbannt wird. Also ihr merkt schon, je nachdem wie euer Gegner natürlich gespielt hat, könnte auch ein Geister-Ogre gut kommen, aber ich würde ihn primär nicht gegen dieses Deck spielen. Die nächsten Karten betrachten wir gemeinsam und da haben wir immer Cloak, Boots und Gloves. Da betrachten wir auch nur den Friedhofseffekt, weil die anderen Onboard-Effekte sind jetzt nicht so insane. Der eine kann sich specialen, der andere kann einen ATK boosten, der andere macht nur was, wenn er Material von einem finsternis Xyz-Monster wird. Von daher sind die nicht allzu wichtig, aber die Friedhofseffekte haben es wirklich in sich. Cloak lässt dem Gegner nämlich eine PK-Karte seiner Hand hinzufügen. Boots sorgt dafür, dass er sich eine Zauber- oder Falle vom PK hinzufügen kann und die Gloves sorgen dafür, dass er nochmal was millen kann, wieder irgendeine PK-Karte, wodurch er vielleicht wieder ins Spiel kommen könnte, beziehungsweise auch um Nibiru herumspielen könnte. Bei all diesen Effekten könnt ihr tatsächlich nur drei Handwraps aktivieren. Einmal die Ash Blossom, Skullmeister und auch Gamma würde hier gehen. Aber ob man da Gamma werfen möchte, weiß ich nicht, weil ich beispielsweise Gamma eher bei Onboard-Effekten, also Monster-Effekten, verwenden würde, weil dieser nicht nur negiert, sondern auch gleichzeitig zerstört. Dieses Deck verfügt ja auch über eine One-Card-Kombo, die Fremdführerin aus der Unterwelt. Und diese solltet ihr, wenn möglich, verhindern, weil es auch seine Normal-Summon ist. Sofern er nichts anketten kann an diese Normal-Summon, könntet ihr hier die Ash Blossom werfen. Meistens wird es ja mit einem Kagemucha-Ritter geschainblockt.
Sollte das passieren, könnt ihr selbstverständlich dann nicht mehr die Ash Blossom verwenden. Solltet ihr aber noch eine weitere Handfarbe auf der Hand haben, wie beispielsweise die Effect Baler oder die Impermanence, könntet ihr diese auch noch nach dem Shame Block aktivieren und dann das Effektmonster des Gegners wählen, damit er nichts spezial beschwören kann. Doch halt, bevor ihr das macht, würde ich euch davon abraten. Wenn er diesen Effekt Shame blocken kann, würde ich die Impermanence oder die Effect Baler nicht mehr auf dieses Monster verwenden, weil er dann auf jeden Fall in den Cherubini kommt. Ich würde mir die Impermanence und die Effect Baler dann auf jeden Fall aufheben. Was ihr hier natürlich noch machen könntet, ist die Fremdführerin aus der Unterwelt gammern oder ogern. Aber nur, wenn das nicht geshameblockt wird. Gamma negiert zerstört, Ogre würde nur zerstören. Doch meistens hat euer Gegner noch weitere Extender auf der Hand, weshalb ich das nicht empfehlen würde. Weil wir jetzt die ganze Zeit über das Link 2 Monster gesprochen haben, besprechen wir es gleich richtig. Cherubini. Link 2 Monster, mild für Kosten, denn mit Cherubini kann er irgendein Monster der Stufe 3 oder niedriger von seinem Deck gemillen. Und da alle relevanten Phantom Knights Stufe 3 sind, könnte er sich irgendein Phantom Knight reinlegen. Wenn Cherubini gemillt hat, kann er einem Monster einfach die ATK von dem gemillten Monster oben drauf geben. Diesen ATK Boost könntet ihr verhindern, mild für Kosten aber nicht. Millen heißt immer vom Deck auf den Friedhof legen. Das an Kosten, wie gesagt, könnt ihr nicht verhindern. Doch was kann man denn jetzt gegen Cherubini machen? Gar nicht so viel, muss ich euch sagen. Ihr könntet Cherubini ogern beispielsweise und ihn gammern. Ogre kann an der Stelle wirklich wehtun, wenn euer Gegner keine weiteren Extender mehr hat. Meistens hat er ja die Extender benutzt, um dann in Cherubini zu enden, um dann frei aufzuspielen. Würde Cherubini aber nicht mehr auf dem Board liegen, kann er tatsächlich nicht mehr so einfach in Badish kommen. Also auch das wäre eine Möglichkeit, um Phantom Knight so früh wie möglich zu outen. Gamma ja auch angesprochen, negiert, zerstört, wäre auch eine Möglichkeit, Cherubini auf jeden Fall vom Board zu bekommen. Weil das müsstet ihr, wenn dann schon machen, dieses Monster darf nach der Handtrap nicht mehr liegen bleiben, weil er sonst weiter extenden kann, hochlegen kann, das müsst ihr verhindern. Solltet ihr das aber jetzt nicht verhindert haben, linkt euer Gegner meistens hoch in Badish. Und Badish mildt dann wieder in Phantom Knight und darf dann in Phantom Knight Zauberkarte oder Fallenkarte setzen. Spätestens das solltet ihr verhindern, weil er sonst sehr frei extenden kann. Doch wie verhindert man jetzt den Effekt von Badish? Und da habt ihr tatsächlich sehr viele Möglichkeiten. Ihr könntet beispielsweise die Ash Blossom werfen, weil ihr was vom Deck auf den Friedhof legen möchtet. Die Effect Veiler würde gehen, die Impermanence würde gehen. Ghost Mourner auf die Spezialbeschwörung würde ebenfalls funktionieren. Ihr könntet ihn natürlich auch gammern, wäre tatsächlich hier die beste Möglichkeit. Ihr könntet hier tatsächlich auch Miradora spielen, weil ein Monster aus dem Extra-Deck spezialbeschworen wurde, welches 2000 ATK oder mehr besitzt. Würde also auch funktionieren, die Effekte von Miradora können auch nicht negiert werden. Richtig gut, wäre eine Überlegung wert, weiß ich aber nicht, ob man sie unbedingt spielen sollte, weil Miradora tatsächlich, wenn dann überhaupt, erstmal sehr spät kommt. Welche Handwerp ihr aber nicht verwenden solltet auf Badish, wäre jetzt der Geisterogre. Geisterogre würde nämlich nur dafür sorgen, dass das Monster auch zerstört werden würde. Bedeutet also, der Set-Effekt bzw. auch die Mill-Kosten würden durchgehen, wodurch er dann wieder weiter extenden kann und er würde sich dann auf jeden Fall eine Nebelklinge ins Grave legen, um dann Badish wieder spezial zu beschwören. Von daher macht das am besten nicht und er ist auch auf Badish nicht unbedingt angewiesen in eurem Turn. Kommen wir jetzt schon zu den Traps von Phantom Knight und da habe ich ja gerade eine angesprochen, die Nebelklinge. Die meisten relevanten Phantom Knight Traps haben nämlich den Effekt, dass man diese verbannen kann und dann darf man einen Phantom Knight von seinem Friedhof wieder spezial beschwören. Bedeutet also, man hat hier eine gute Recovery, man kommt halt wieder an seine Monster ran, um dann vielleicht deren Effekte nochmal zu aktivieren im nächsten Spielzug, wie auch immer, oder halt um Nibiru rumzuspielen. Und auch hier gilt natürlich, wie bei Cloak, Boots und Gloves, dass ihr nur Skullmeister und die Ghostbell tatsächlich auf diesen Effekt verwenden könntet. Ein Gamma würde jetzt nicht funktionieren, weil es ja kein Monster-Effekt ist, sondern ein Falleneffekt. Von daher habt ihr nur diese zwei Möglichkeiten. Fassen wir nochmal zusammen, welche Handtraps solltet ihr gegen dieses Deck spielen? Da haben wir Artefakt Longinus Lanze, wir haben die DD-Krähe, wir haben Nibiru, wir haben auch den Dimensionsverschieber. Eine Ash Blossom kommt sehr gut. Impermanence sowie Fact Vader auch nicht zu unterschätzen. Ebenfalls könntet ihr eine Ghost Mourner spielen, auch diese würde gegen spezialbeschworene Monster nicht schlecht kommen. Ihr könntet hier aber auch einen Geisterauger spielen, Ghost Bell, Skullmeister oder Gamma. Doch davon würde ich euch erstmal abraten wollen. Denn am besten ist es natürlich, wenn ihr gar nicht zulasst, dass der Friedhof eures Gegners so voll wird, weil dann kommt ihr auch nie wieder so schnell ins Spiel. Also am besten wäre es, dass die Karten im Deck bleiben und gar nicht so schnell in den Friedhof gehen. Handtraps, die ihr nicht gegen dieses Deck sein solltet, sind auf jeden Fall Drawn Lockbird, weil euer Gegner sich einfach zu wenig Karten seiner Hand hinzufügt, damit er sich rechtfertigen würde. Und auch Miradora, weil Miradora nur Badish outen würde und das wäre einfach zu wenig. Von daher würde ich eher auf Miradora verzichten und eine der anderen Alternativen wählen. Das war es auch schon mit dem Handwrap Guide. Falls ich eine Handwrap vergessen haben sollte oder auch vielleicht eine Keykarte gar nicht so auf dem Schirm habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst uns gemeinsam diskutieren.
Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, haut rein, ciao.